Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin das Cornflake LP und wir waren das letzte Mal in Venedig stehen geblieben, immer noch. Wir hatten Emilio Barbarigo das Ende beschert und die Gilde von der Tyrannei seiner Templerwachen befreit, indem wir die ganze Zeit die Leute umgebracht haben, also auch deren Bogenschütze und alles. Und dann würde ich sagen, machen wir mal direkt ohne Umwege weiter. Ich weiß, dass es schon wieder 2 Wochen her ist, dass ich aufgenommen habe, aber ich hatte erstens keine Zeit, da Klausuren wieder angefangen haben. Also ich musste für Klausuren lernen, ich musste für die Schule allgemein lernen, dann noch Freizeit, Training und so weiter. Und das hat alles ein bisschen Zeit beansprucht, deswegen hatte ich halt keine Zeit aufzunehmen. Und wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, meine Mikrofonqualität ist jetzt auch nicht mehr die beste. Das hat erstens damit zu tun, dass ich jetzt sterbe, weil Ezio zu blöd ist zum Runterspringen vom Heuhaufen. Nein, aber das hat erstmal damit was zu tun, dass ich letzten Samstag, nachdem ich Slender aufgenommen hatte, wo ich halt alleine und mit ein paar anderen Genossen, haben wir halt Slender aufgenommen. Und ich hatte einfach viel zu viel hochprozentige Milch getrunken. Also diese homogenisierte Milch, die schlägt mir immer wieder auf den Magen. Und irgendwann habe ich dann in diesem Milchwahn, ne? Also in diesem Milchwahn habe ich aus Versehen das Klinkenkabel meines Mikrofoneingangs rausgerissen, indem ich dagegen gestolpert bin. Und dann war das komplett rausgerissen. Dann konnte man das nicht mehr richtig reparieren. Und deswegen kann ich nicht mehr mit meinem richtigen Headset aufnehmen und habe mir einfach ein Headset von meinem Kumpel geliehen. Und ich hoffe, dass die Qualität halbwegs vernünftig ist, weil ich einfach... Ich habe auch versucht, es zu reparieren, das Kabel, aber es ging einfach nicht. Ich konnte einfach gar nichts machen mit dem Kabel. Und deswegen habe ich es dann auch endgültig gelassen. Ich meine, das macht auch auf Dauer nicht wirklich viel Spaß, wenn das die ganze Zeit rausgerissen ist und weiß ich nicht. Deswegen habe ich einfach das Headset von meinem Kumpel genommen. Und ich hoffe, dass die Qualität halbwegs angemessen ist. Nicht, dass, weiß ich nicht, dass hier irgendwie wieder alles rumspackt und so weiter. Weil das Headset hier auch hat auch einen kleinen Kabelbruch. Deswegen könnte es durchaus sein, dass zwischendurch mal ein bisschen das Sound rumspackt oder so. Aber hoffentlich nicht die ganze Zeit. Aber wie gesagt, die Qualität ist wirklich nicht die beste. Aber ich hoffe, dass ihr mir das dennoch verzeihen könnt. Aber vorsichtshalber mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und checke mal, wie das Ganze mit Audacity gelaufen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Ich habe das jetzt gecheckt und es läuft jetzt alles wieder ganz normal. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt weiter. Erstmal holen wir uns den kleinen Schatz hier auf der Karte, den ich unten sehe. Oder oben, je nachdem, wo der ist. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich glaube, der ist auf seiner anderen Seite, wird von Wachen beschützt. Das könnte natürlich sein. Ach, der will wieder sterben, oder was? Kann ich eigentlich von hier ein Wurfmesser werfen? Nein, das kann ich leider nicht. Aber so können wir ein Wurfmesser werfen. Wurfmesser werfen, ja, du mich auch. Nein, so können wir ein Wurfmesser werfen. Und anders nicht. Kann ich da auch runter? Jo, das geht alles klar. Das ist kein Problem. Ah, das Boot hier plündern könnten wir natürlich auch nochmal machen. Ja, schön machst du das, Ezio. So, dann ziehen wir den Typen hier mal. Du stehst jetzt auf meiner Liste. Runter. Wenn ich sehe, dass du. Danke. Und du bist auch tot. Was war das denn gerade für ein Bug? Okay, auch nicht mal so schlecht. 978 Florin, das ist doch mal was. Ach ja, wir haben ein Assassinen-Versteck auf der Karte. Dann würde ich mal sagen, dass wir direkt da hingehen, ohne große Umwege, oder? Auf jeden Fall, denn das Assassinen-Versteck lohnt sich immer. Aber erstmal gehen wir hier auf den Aussichtspunkt, der da in der Nähe ist. Denn ich möchte möglichst viel von der Karte auch mitnehmen und so weiter. Hat eigentlich der Schmied was Neues? Nee, ich glaube nicht, ne? Das kommt erst danach wieder, ja. Natürlich, ich trinke immer vom guten Zeug. Hochprozentige Milch, mein Freund, solltest du auch mal probieren. Aber nicht, wenn es homogenisiert ist, dann haut es richtig rein. Dann verschlägt es einem fast die Sprache, das geht gar nicht. Ja, kann ich. Du hast es doch gerade gesehen. Hallo. Da, auf ihn.
Und da bist du tot. Sehr schön. Ui, oh, ich liebe Windig. Es ist so eine geile Stadt. Es ist so hammergeil, dieses Spiel. Echt göttlich. Da sind auch noch Wachen. Bewachen die was, oder? Jo, da ist noch ein Schatz. Den krallen wir uns auch nochmal schnell. What the? Nicht weit von hier gab's Lager. Es war schwer. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, es wäre fast schon wieder wie beim letzten Mal passiert. Ey, diese Wachen sind irgendwie ein bisschen overpowered, oder? Alter. Vor allem, dass die einen wegschubsen, während man sie runterzieht. Ich meine, klar, es ist auffällig, wenn hier einer ankommt. Das sieht man ja total, aber trotzdem, dass die einen gleich irgendwie wegschubsen, wo man nicht mal komplett draufsteht, ist ein bisschen unlogisch. Aber gut. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich die Gondel hier genommen habe. Wahrscheinlich nicht, um nochmal baden zu gehen oder so. Keine Ahnung. Ja, Klettersprung. Ey, wir müssen mal den Klettersprung benutzen. Das ist ja mal heftig. Eine Seltenheit ist das. Boah, ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Boah, das ist ja krass. 2 Wochen oder so. Das ist viel zu wenig. Ich habe immer Bock auf... Ich habe immer Bock aufzunehmen. Wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich halt Schule habe oder so, habe ich immer Bock aufzunehmen. Und dann, wenn ich mal die Gelegenheit habe, passt es irgendwie nicht, dann habe ich irgendwie keine Lust drauf oder bin zu müde oder sowas. Aber heute geht's mir gut. Heute habe ich genug Zeit zum Aufnehmen und heute legen wir los. Und synchronisieren erstmal auf der Kirche hier. Wobei die auch nicht sehr hoch ist, das ist ein bisschen komisch. Also, weiß nicht, auf so einem Aussichtspunkt, naja. So hoch ist das jetzt auch wieder nicht. Aber gut, das merkt man wahrscheinlich besser, wenn man im Real Life da runterspringen würde, anstatt dass man einfach so runterspringt in Assassin's Creed. Oder das ist immer ein bisschen, ja, unrealistischer. Man hat nicht so das Feeling davon. Aber das wäre schon geil. Stell dir das mal vor, Leute. Man könnte wie Ezio Auditore da Firenze von solchen Türmen springen in einen Heuhaufen und es würde einem einfach mal gar nichts passieren. Man überlebt das, obwohl man von 100 Metern auf den Rücken klatscht in ein bisschen Heu. Das ist schon geil. Also da kann man echt nicht meckern. Also ich würde da echt nicht meckern. Ach ja, zu Assassin's Creed 3. Da ich jetzt schon mal Zeit habe, das anzusprechen. Das Problem bei Assassin's Creed 3 ist, dass ich meinen Lohn erst am Monatsanfang bekomme. Oder spätestens am 31. Und dann ist ja schon der Release. Und das würde ich mit Sicherheit würde ich das nicht an dem Tag schaffen, das aufzunehmen. Deswegen musste ich gucken, wann ich Assassin's Creed 3 dann endlich für euch let's playen kann. Und das ist das Problem, denn am 31. haben es die meisten schon. Vor allem die ganzen großen Let's Player, wie, was weiß ich, Sarazar oder sowas. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen Angst, dass sich keine Sau mehr mein Assassin's Creed 3 Let's Play reinziehen wird. Weil es, wie gesagt, schon Sarazar und einige andere große Let's Player Let's Playen. Und da hat man halt nicht die große Chance. Deswegen wollte ich das unbedingt zum Release Day holen, aber... Weiß ich nicht. Irgendwie meinte der Boss, ja, du kriegst dein Geld erst so in 2 Wochen oder spätestens Monatsanfang oder so. Und wie ich die Banken kenne, dauert das wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Deswegen glaube ich nicht, dass ich das so bald bekomme. Da muss ich auch noch mal ein paar Aufnahmetests mit der HDPVR machen und so weiter. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich es hinkriege, aufzunehmen, dass immer noch ein paar Leute das anschauen werden. Und nicht bei den großen Let's Playern alle reinschauen, denn man hat so schon Probleme als kleiner Let's Player hier irgendwie ein bisschen mitzuhalten. Wenn dann nochmal ein neues Spiel released wird und das 1000 Leute Let's Playen, hat man wirklich kaum eine Chance, dann nochmal wahrgenommen zu werden. Deswegen, wie gesagt, wollte ich das am Release Day machen, aber das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Das finde ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Und hier ist eine Glyphe, die wir auch gleich analysieren werden. Märtyrer, Datei freigegeben. Oh Gott, jetzt darf ich wieder rätseln, ey. Da bin ich ja mal gar nicht gut. Obwohl, das Rätsel war einfach. Das war richtig einfach. Innensplitter 34. Ja, genau, das ist, genau, das ist ziemlich einfach. Da muss man einfach nur ein bisschen scannen. Das ist, ja. Da ist der nächste Innensplitter. Innensplitter 25. Ich glaube, das war... Das Feuer hat sie niedergebrannt. Sie verbrannten John bei lebendigem Leibe. Sie nahm es. Und dann dieser Typ hat, glaube ich, den umgebracht oder so. Ohne den Stab war der Zar Macht.
Er konnte seine Ohren nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Rasputin brachte es nach Tunguska. Passcode gefunden. 68185. Drücken, um Passcode einzugeben. Datei freigegeben. Jetzt haben wir ein kleines Stückchen wieder von der Wahrheit. Was sind die drei eigentlich? Die habe ich, glaube ich, gar nicht geschafft. Versuchen wir doch mal, die hier zu schaffen. Siehst du? Verstehst du, was los ist? Ach, das war das, wo ich nicht weitergekommen bin. Nee, 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 nee. Das mache ich ganz sicher nicht. Das könnt ihr vergessen. Dann klettern wir hier weiter drauf. Und genießen den wunderschönen Soundtrack von Venedig. Ach ja, so ziemlich vermisst habe ich das Spiel schon, auf jeden Fall. Oh, das war knapp. Offenbar geht das hier nicht so gut. Na gut, wir klettern auch nicht kerzengerade hoch. Das macht schon Sinn. Und angekommen sind wir auf dem höchsten Punkt in ganz Assassin's Creed 2 und auch gleichzeitig in Venedig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, der Punkt. War auf jeden Fall geil, oder? Guckt euch mal diesen Ausblick an. Einfach nur göttlich. Und jetzt synchronisieren wir mal ein kleines bisschen. Schon krass, wie man einfach mal die ganze Map von Venedig sieht. Also das alles ist Venedig. Und das ist eine einzige Stadt von Assassin's Creed 2. Das ist ziemlich krass. Oh, ist das geil. Ach ja, das war dieser Palast hier, der so viele Wachen um sich hatte, wo man so schlecht drauf kam. Da unten sind auch ganz viele Bogenschützen und so, das sieht man auch alles von hier. Das ist ziemlich cool. Aber egal, springen wir erstmal runter. Hoffentlich springe ich diesmal richtig, beziehungsweise hoffentlich springt diesmal Ezio richtig. Hui! Eigentlich wäre man jetzt voll daneben gelandet, aber gut, Autokorrektur vom Sprung nehme ich mal an. Hat es verhindert, dass wir verreckt sind. Na, was geht? Schlaf schön. Ich hab nichts gemacht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Hallo. Ups, das haben jetzt wieder Leute gesehen. Ach so, der haut erstmal seinen Kumpel. Das ist ja auch cool. Komm, du hast keine Chance. Ich habe zwei versteckte Klingen und du hast ein gammeliges Schwert. Was sollst du auch gemacht haben? Du hast mich die ganze Zeit geheilt. Warum soll ich dich umbringen? Da ist der nächste gefinisht. Und der hier auch. Nehmen wir mal unser Kurzschwert. Das sehe ich anders, Bro. Habt ihr Angst? Ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Ganz langsam. Ganz langsam und genüsslich, aha. Da ist dein Genick hin. Wieso hat er jetzt Blut am Bauch, weil ich ihm das Genick gebrochen habe? Keine Ahnung, wahrscheinlich innere Blutung. Ne, innere Blutung, das macht keinen Sinn. Dann werden die halt innen und nicht nach außen. Ach, egal. Einfach nicht beachten. Den Typ hier ummetzeln. Vielleicht merken es ja eine... Boah, vier Fettsäcke. Und die merken es nicht, weil sie viel zu verfettet sind. Das macht zwar keinen Sinn, aber gut. Willst du dich denn zur Witzfigur machen? Nö, du? Was zur Hölle? Na, du hast jedenfalls gut gegessen. Das ist so geil. Vier Fettsäcke. Oh ja. Da kriegst du die Waffe rein. Oh Mann, das ist mein... Eigentlich hätte er es noch so richtig stylisch umgeschubst, aber nein. Bam. Da kriegst du nochmal die Waffe rein. Na, komm her. Oh, wow, das weichen wir lieber aus. Das können wir nicht ausweichen. Ja, beziehungsweise abwehren. Bams. Ach, die
diese Franzosen immer, die ankommen und dann wegzulaufen, sind zwei Italiener, aber die haben solche Franzosenmützen auf, deswegen nenne ich sie mal Franzosen. What the? Oh, wie geil. Wow, ich will Unreal Tournament spielen. Bams, voll in die Nüsse, so. Ich manca il fiato, grossone. Komm her. Boah, ich muss mal Italienisch lernen. Und dann... Bam! Oh Mann, dieser Penner. Da kriegst du deine Waffe rein. Und jetzt sind wir gesucht. Kein Wunder bei dem ganzen Gemetzel. Oh Mann, die unterbrechen immer meine Finisher. Das ist richtig scheiße. Normalerweise hätten wir noch so richtig mit der Waffe in die Fresse gehauen. Der wäre noch so 3 Meter durch die Luft geflogen. Aber gut. Ach, wie ich die Toten bestehlen kann, willst du wissen? Okay, ich mache mal ein Tutorial-Video zu Toten beklauen. Schritt 1. Man stellt sich neben einen Toten. Schritt 2. Man hält B gedrückt. Schritt 3. Man wartet, bis die Leiste komplett gefüllt ist. Schritt 4. Profit. Dann kann man sich an den nächsten annähern und den gleichen Prozess nochmal wiederholen. Und dann kriegt man Wurfmesser und 5 Florin. Das ist wundervoll. Jetzt haben wir fast wieder volle Medizin und Wurfmesser. Das bockt doch. Und da sehe ich eine Amtsperson, die viel zu dämlich zum Weglaufen ist, und dafür muss sie sterben. Jetzt brauchen wir nur noch einen kleinen Steckbrief oder sowas und dann haben wir wieder 0% Bekanntheitsgrad. Was wir auch bitter mit nötig haben. Ein Heerführer? Er ist mir bekannt. Hehehe. Na? Ich will mal wissen, ab wann sie es merken. Lächerlich! Wie kann man nur so blöd im Kopf sein? Na? Was zum Teufel war das denn? Warum hat der keine Waffe gehabt? Chill mal. Hallo. Hallo, Dieb, hallo, chill mal, ich will dein Geld. Oh Mann, die sind immer so schnell. Ist ja ungeheuerlich. Das Dumme ist, die Diebe können schneller rennen als Ezio. Genauso wie flinke Wachen, das ist das Problem. Wir könnten jetzt versuchen, mit dem Wurfmesser abzuwerfen, aber das wäre ein bisschen schwer. Das Gute ist, dass er die Wachen auf sich lenkt und dass die ihn auch noch angreifen wollen. Oh, lass mich vorbei. Wir einfach mal alle hinterher springen. Geil. Nein. Hier lang und dann... Gib mir dein Geld. Dankeschön. Jetzt darfst du ihn töten. Ja. Oder daneben schlagen. Und einfach mal gar nichts machen. Boah, Leute, seht ihr diesen Sonnenuntergang? Wunderschön, einfach nur geil. Ach, jetzt wollen sie wieder was von mir oder was? Hä? Ist der jetzt zu blöd? Ach so, ich dachte, der wäre jetzt wieder gestorben. Oder zu blöd gewesen ist, da runter zu springen. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte diesen Typen da unten umbringen. Ja. So viel dazu. Alter! Das unterbricht ja sogar mein Attentat. Was ist das denn? Kommt und holt mich. Oh, kommt und holt mich. Wirst du bluten? Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, schlag doch einfach die Kurtisanen. Kommt, ich bin doch nur einer. Man schlägt keine Frauen, ihr Schwanzlutscher. Lasst los. Lasst los. Nein. Tot. In die Fräse. Komm her. Kommt schon ran! Boah, der kann sogar kontern, ich fass es nicht. Aber das kannst du nicht, mein Freund. Finishen kannst du niemanden. Ey, ich wollte gerade kontern. Immer diese gemeinen Leute, die mich nicht kontern lassen. Dafür kriegst du hier was rein. Und da gehst du drauf. Amtsperson. Schlaf schön. Neuer Status inkognito. Und wir haben wieder einen Aussichtspunkt.
Und ich merke, dass ich wieder nur viel zu viel Scheiße mache und eigentlich zum Assassinenversteck gehen wollte. Aber das Spiel lenkt einen so schnell ab, das geht gar nicht. Na gut, immer dem Spiel die Schuld geben, ne? Aber nein, ist wirklich so. Irgendwie macht das gerade viel zu sehr Spaß, als dass ich hier irgendwie, weiß ich nicht, auf die Hauptmissionen gehen würde oder sowas. Es ist einfach an sich schon geil, das Spiel zu spielen, ohne Story und so weiter. Auch wenn die Story Hammer ist, aber schon geil. Ich bin echt gespannt auf den neuen Assassinen Connor, weil das ist ja der zweite Teil der Ezio-Trilogie. Danach kommt ja noch Doch, das ist ja der erste Teil der Ezio-Trilogie, stimmt. Danach kommt ja Brotherhood und Revelations. Wo er halt ein alter Knacker ist in Revelations. Aber, Connor soll ja, weiß ich nicht, wie alt ist denn der? 30 oder so? Sieht zumindest nicht sehr alt aus. Und der soll ja epische Moves drauf haben. Vor allem haben die auch gesagt, auf der E3 und in ganz vielen Videos bei YouTube haben die jetzt auch gesagt, dass Connor wieder seine zwei versteckten Klingen haben soll. Und das finde ich gut, denn ganz ehrlich, Assassin's Creed ohne versteckte Klingen, das ist kein Assassin's Creed mehr. Da wäre einfach der ganze Flair weg. Ich meine, es ist von vornherein mit versteckter Klinge und sogar Desmond im Jahre 2012 oder welches Jahr war das, kriegt die versteckte Klinge von Lucy und so weiter. Fuck, ich habe gerade gespoilert. Egal. Der kriegt auf jeden Fall auch noch eine. Oh Gott, ich laber viel zu viel. Aber der kriegt auf jeden Fall auch noch eine und das wäre einfach nicht mehr dasselbe, wenn man keine versteckte Klinge haben würde. Deswegen, finde ich das gut, dass sie wieder eine eingebaut haben, beziehungsweise zwei. Und dann kommt ja noch dieser Tomahawk. Aber was ich unnötig finde, ist dieser Bogen. Ich meine, seit Brotherhood gibt es eine Armbrust. Das ist wiederum kein Spoiler, weil das schon jedem klar ist eigentlich, der überhaupt was mit Assassin's Creed zu tun hat. Also in Brotherhood gibt es eine Armbrust. Und diese Armbrust gibt es, denke ich mal, oder glaube ich zumindest, in, wie heißt das Spiel nochmal? Assassin's Creed 3 nicht mehr. Denn dafür gibt es jetzt einen Bogen. Aber wozu einen Bogen, den man extra lange spannen muss und der weniger Durchschlagskraft hat als so eine Armbrust? Das macht doch keinen Sinn. Wer macht denn sowas, dass man einen Bogen mit einer Armbrust ersetzt? Eine Armbrust ist viel effektiver und alles. Das kann zwar sein, dass es geilere Animationen hat, der Bogen dann, aber weil das ja auch auf einer komplett anderen Engine ist mit Tag und Nacht und Regen und Schnee und alles, das ist ja auch noch was Geiles an Assassin's Creed 3, dass die komplette, ich glaube, das hieß Dynamic Weather System, dass die halt komplette Jahreszeiten und sowas eingebaut haben, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter halt. Das finde ich dann auch richtig geil, also durch so Schneelandschaften zu sausen, dann so auch, dass man im Schnee versinkt und alles und Tiere jagen kann und sowas, dass es Reaktionskommandos gibt oder sowas, wo du halt in einer bestimmten Stelle eine Y oder X oder sowas drücken musst, ist auch ziemlich geil. Also nochmal diese ganzen Völker, da sind ja einmal die, wie hießen die nochmal? Native Americans, mir fällt nur das englische Wort dazu ein, also die Ureinwohner Amerikas, genau. Und dann halt einmal die ganz normalen Amerikaner, die halt revolutionieren und alles. Ich glaube, das ist zu der Zeit, wo George Washington und so die Revolution, die amerikanische Revolution, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber irgendwie so war das. Dass die halt irgendwie halt die Revolution am Plan sind und weiß ich nicht. Jedenfalls gehen wir in dieses Versteck hier rein und schauen wir mal, was uns darin erwarten wird. Das ist, glaube ich, auch schon das fünfte von sechs oder so. Danach müssten wir fast alle haben. Ja, es ist das Versteck, was ich geglaubt habe, was es ist. Eine wunderschöne Kathedrale. Wir sehen auch schon unser Ziel. Das Geheimnis von San Marco. Die Rätsel der Basilika San Marco lösen und das Assassinensiegel finden, das darin versteckt ist. Akzeptieren wir natürlich. Das Puzzle aktivieren. Bevor wir das Puzzle aktivieren, mache ich einmal eine kurze Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Also bis gleich.